Claudia Jung ist zu Gast. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ja, gut, danke. Sehr gut. Bist du ein bisschen aufgeregt? 2020 hat ja viele, viele Möglichkeiten. Ja, voll. Jedes Jahr hat Möglichkeiten. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, 2020 ist so ein spezielles Jahr. Und ja, ich werde ein neues Album rausbringen. Ich werde mich 3 Monate als Schauspielerin versuchen dürfen. 3 Monate gleich? 3 Monate Karl May in Eging am See, genau, bei den Karl-May-Festspielen in Bayern. Schön. Und das fände ich total spannend. Wie sind die auf dich gekommen? Oder hast du gesagt, ich würde gerne mal? Na, ich mache das nicht zum ersten Mal. Also ich habe in Dasing schon 2-mal gespielt. Das ist bei Augsburg. Da gab es das auch immer bisher. Und jetzt gibt es das Ganze noch eine Nummer größer in der Western City, also in Pullman City. Und ja, das ist einfach noch ein Zacken mehr Kindheit und Winnetou-Traum und so. Und ich meine, welches kleine Mädchen hat nicht für Winnetou geschwärmt, oder? Und manchmal, das ist auch bei uns Frauen so, in gewissen Dingen werden wir nicht älter, bleiben wir immer Kind. Und deswegen kann man sich dann auch mit 50 noch dafür begeistern. Du hast ja auch eine Verpflichtung im Namen, ne? Claudia Jung. Das heißt, der Zuschauer irgendwo ist, schon, oder? Ne? Ja. Also wenn er dann Album von dir googelt und denkt, ach, guck mal. Ach, guck mal, die heißt, die heißt, so. Die heißt wenigstens noch so, genau. Ja. Wie fühlst du dich? Mit deinem Alter? Jung! Ja, super. Der Name sagt es doch auch. Absolut, absolut. Ist das wichtig, das Alter für dich? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, ich habe mir nie Gedanken darum gemacht. Ich kann mich auch erinnern, als ich so kurz vor meinem 30. Geburtstag, meine Freundinnen flippten alle aus, 30 oder 40, oh Gott, mein Leben ist zu Ende. Für mich war das eigentlich nie so. Ich habe mir gedacht, das ist ein Geburtstag, nicht unbedingt wie jeder andere, weil die Null halt hinten dran ist und Grund zu feiern allemal. Aber irgendetwas, was mich jetzt im negativen Sinne beeinflusst oder ich mir Gedanken mache, eigentlich nicht, nee. Ich habe auch den Eindruck, älter werden ist nur für die Leute drumherum schwierig. Ja, so, und dass man als Spiegel arbeitet, hey, und beim Wein erwartet man das. Ja, je älter, desto besser scheinbar, also zumindest manchmal. Ja, also man muss immer denken, es hat seine guten Seiten, jung zu sein. Es hat aber auch seine guten Seiten, etwas älter und mit mehr Lebenserfahrung ausgestattet zu sein. Wahre Worte. Was macht mehr Spaß? Auf der Bühne stehen mit Anfang 20 oder mit Anfang 50? Das könnte ich so gar nicht wirklich beantworten. Also Spaß auf der Bühne habe ich schon immer gehabt. Die habe ich schon mit 6 Jahren gehabt. Die habe ich mit 20 genauso gehabt wie mit heute, mit über 50. Aber es verändert sich ein wenig. Ich meine, wenn man natürlich, ich habe jetzt dieses Jahr quasi 35 Jahre Bühnenjubiläum. Ach, Wahnsinn, wenn man 35 Jahre auf der Bühne steht, man gewinnt an Erfahrung, an ja, Selbstsicherheit irgendwo. Also man ist sehr gelassen mittlerweile, oder ich zumindest. Was war denn die absurdeste Situation, die dir mal auf der Bühne passiert ist? Absurd. Auf der Bühne ist nie irgendetwas absurd. Alles kann passieren, alles ist möglich und man muss mit allem rechnen. Aber ich meine, das, wo du wirklich gedacht hast, okay, das hätte ich jetzt wirklich nie erwartet, dass das mal passiert. Naja, das sind so Dinge, mit denen aber man, ja, mit denen muss man rechnen. Es wäre blauäugig zu denken, was passiert mir nicht, ja, dass irgendwie ein Absatz abbricht auf der Bühne, also Treppe runter, im ersten Moment, da, zack, Absatz weg, oder dass irgendein Vorhang nicht fällt, wenn er fallen soll, oder ein Rollo nicht hochgeht, oder Mann, was das Profanste ist, einfach mal den Text vergesst. Wenn man einfach mal Mensch ist auf der Bühne und so wie ich gelegentlich mit den Kochrezepten für den nächsten Tag beschäftigt bin, in Gedanken und dann nicht bei der Sache bin und dann auf einmal ist der Text weg, weil selbst nach so vielen Jahren, ich glaube, es ist nicht so, dass man in jeder Situation einfach so angepiekt werden kann und man hat sämtliche Texte aus dem FF. Also auch schwierig, ne? Ja, das ist ja das Abgefahrene schon. Bei Fans, die können natürlich gerade ihre Herzenslieder immer auswendig. Ja. Gibt es denn einen Song, bei dem du immer Schwierigkeiten hattest, der so ein bisschen auch schwierig war, den Kopf zu kriegen? Nee, eigentlich nicht. Gut. Also ich lerne sehr gut und sehr schnell die Sachen, also meistens so fast wie im Schlaf. Aber genauso schnell kann ich sie auch wieder vergessen, wenn ich sie dann nicht regelmäßig mache. Und das ist halt so, bei, ja, kannst du dir vorstellen, bei über 30 Jahren auf der Bühne und 30 Alben mit Minimum 10 bis 12 Songs. Also immer das Repertoire wächst und wächst. Wahnsinn. Und man kann in der Tat, und das hätte ich früher nicht gedacht, nach den Jahren nicht mehr alle Titel auf der Pfanne haben, die man mal gemacht hat. Drittes Album, 7. Track? Ja, so ungefähr. Ich habe Ralf Siegel mal ganz in meinen Anfangszeiten gehört in einem Interview und da hat er gesagt, also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ob ich den Song geschrieben habe. Und dann habe ich gedacht, hey, wie kann man je vergessen, was man gemacht hat? Aber man vergisst, ja, in der Tat. Weil's auch so als Frau. Ja. Also,
Ich glaube auch, dass das Geschlecht spezifisch nicht getrennt wird. Ich sage immer, Männer haben das von Geburt an, so diese Gedächtnisprobleme. Bei Frauen fängt das mit Mitte 40 an. Deswegen sind wir froh, dass ihr alle da seid. Für mich war einer deiner ganz großen Songs in letzter Zeit, das war nur eine. Das freut mich. Weil ich fand, sowas Schönes, Sommerliches, ja, ist irgendwie immer mal da. Aber bei dir war das so richtig schön. Ich war also mit dir, immer wenn der Track läuft, bin ich direkt mit dir im Sommerurlaub. Ach cool. Ohne, dass wir uns kennen. Das finde ich sehr schön. Normalerweise werde ich ja eher auf meine alten Songs angesprochen. Meistens so auf die, dass ich denke, ich bin schon mindestens 20 Jahre in Rente. aber es ist in der Tat so, man erwischt sich ja selber dabei, dass man bei Songs, die einen selber am meisten vom Hocker reißen in dem Moment, weil sie einfach so ein Kopfkino anschmeißen. Ja. Das sind die Sachen, die 20, 30 Jahre alt sind, an die man schöne Erinnerungen hat. Ja? Und dann mag man die natürlich auch hören. Das Radio geht hin und sagt, ja, genau das kriegt ihr. Und dann kommen wir Künstler und sagen, wir hätten da aber noch was Neues. Und kannst du, nee, so was Neues, das wollen unsere Hörer nicht. Nein, Oldies, ja. Also von daher bin ich auch wieder ganz froh um das Alter. Ich habe wenigstens schon Oldies. Also ich glaube, ich würde mich ziemlich ärgern, wenn ich heute anfangen würde mit der Sängerei und das halt wirklich so schwer die Türen aufkriegen würde mit neuen Sachen. Und ja, so macht es das dann schon ein bisschen einfacher irgendwo. Aber da freut es einen dann natürlich umso mehr, wenn jemand kommt wie du und sagt, hey, das war doch gerade erst letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da hattest du so einen Hammer-Song. Und dann, ja, wow, er hat ihn gehört. Echt oft gehört sogar. Cool. Wie viel Appetit und Luft hast du noch? Worauf? Auf Appetit habe ich immer. Auf alles. Auf Karriere, auf Leben, weil du hast schon wahnsinnig viel erreicht. Ja, eigentlich immer noch wie am Anfang, weil ich weiß auch nicht, ob das eine Mentalitätssache ist. Also ich kann wirklich von der Bühne, von der Musik an sich, ich kann nicht genug kriegen davon. Das ist für mich wie Urlaub. Ja, auch wenn es oft Arbeit ist, Dinge irgendwie ja, zu erarbeiten, Songs zu erarbeiten, ein neues Album zu machen. Auf der einen Seite Arbeit, auf der anderen Seite hat es aber auch so diese kreative Arbeit, was völlig Entspannendes und Aufbauendes. Also ich mag das. Und dann auf der Bühne stehen oder so eine Tour, das ist für mich wie Karibikurlaub, nur ohne Sonne. Dann hoffe ich, dass du noch viele Urlaube haben wirst. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir.